Wir sind heute auf dem Sportplatz des TSV Geildorf. Die Geildorfer Mannschaft steht am 13. Spieltag, also kurz vor Ablauf der Hinrunde, auf dem 7. Platz der Tabelle. Am Wochenende kommt der Tabellenführer Neuenstein auf die Bleichwiese. Wir haben mit Fatih Terzi, dem Trainer der Geildorfer, über seine Einschätzung zur aktuellen Situation gesprochen. Herr Terzi, Sie hatten als Saisonziel einen Platz hinter dem Spitzentrio ausgegeben. Ist die Verletztenmiserie ein Grund dafür, dass es nicht geklappt hat? Ja, wir hatten sehr viele Verletzte und das ging auch ziemlich rasch hintereinander mit den Langzeitverletzten. Unser Spielführer, der hatte einen Kreuzbandriss, fällt natürlich für die ganze Saison aus. Ein anderer Spieler, der hat einen Meniskusschaden, musste operiert werden. Unser Stürmer, der Marco Walzauer, der hat einen Wadenbeinbruch, auch schwerwiegend, fällt aus, sehr wichtiger Spieler. Und dann haben sich andere Spieler, die auch wichtig sind, wie zum Beispiel der Mario Strohmeier oder der Marvin Deininger und aber auch immer wieder andere Spieler, die sich verletzt haben, die immer ausgefallen sind. Und so mussten wir unsere Ziele revidieren. Wir wollten natürlich oben mitspielen. Wir wussten nicht, weil es sehr viel zu ändern gab oder weil die Mannschaft jetzt mit einem neuen Trainer auch eine ganz andere Spielausrichtung hatte, wie schnell da alles greift. Und so mussten wir die Ziele dann revidieren. Wann kommen diese Spieler zurück? Also der Nico Kettemann, unser Spielführer, der wird diese Saison nicht mehr spielen. Der Marco Walzauer, der hat 4-5 Spiele gespielt, ist ausgefallen, wird die Vorrunde auch nicht mehr spielen. Der Mario Strohmeier, der hatte schon zweimal einen Bänderriss, der wird diese Saison auch nicht mehr, also die Vorrunde auch nicht mehr spielen können. Der Marvin Deininger legt eine private Fußballpause ein bis zur Winterpause und unser zweiter Spielführer, der Manu Rösner, der hat eine Muskelverletzung und der wird diese Vorrunde jetzt auch nicht mehr spielen, erst wieder zur Rückrunde. Dementsprechend haben sich die Saisonziele also geändert? Ja, wie man sieht, wir stehen jetzt auch nicht mehr gut. Sicherlich sind die Verletzten ein Grund dafür. Allerdings spielen wir auch einen anderen Fußball, eine andere Spielausrichtung und das geht dann natürlich auch nicht von heute auf morgen. Die Mannschaft, die hat in den letzten Jahren sehr defensiv gespielt, auf Konter mit langen Bällen, auf die Spitzen und dieses Spielsystem, das hat sich jetzt komplett geändert. Wir versuchen Fußball zu spielen, nach vorne zu spielen, offensiv Fußball und das muss alles erstmal greifen. Am Wochenende kommt Tabellenführer Neuenstein. Was glauben Sie, wie diese Partie zu Ende geht? Wenn man unsere Ergebnisse sieht, wir haben lediglich gegen Michelfeld 0-3 verloren. Und ansonsten alle anderen Spiele, die endeten, wenn wir nicht gewonnen haben, immer mit einem Tor. Also entweder haben wir unentschieden gespielt oder mit einem Tor verloren oder haben wir das Spiel gewonnen. Und ich denke, dass auch dieses Spiel sehr knapp wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Mannschaft, dass unsere Spieler motiviert sind, auch durch den Derby-Sieg gegen Eutendorf, sodass wir motiviert ins Spiel gehen und für eine Überraschung gut sind. Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne. Das Spiel des TSV Geildorf gegen den TSV Neuenstein beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Die Berichte dazu finden Sie am Montag in der Rundschau. Für Sie aus Geildorf, Thomas Wagner, Rundschau.